Ich weiß nicht, das Spiel macht ja irgendwo Spaß und so, aber diese ganzen Sachen von wegen Steuerung scheiße, Kamera manchmal scheiße, die KI seltsam, das macht's nicht gerade einfach. Was ist denn hier? Hinten ist so ein Stein. Ich habe drei geholt. Warum sind da nur noch zwei? Da kann man eine abziehen. Und hier habe ich zwei geholt. Ich habe einen reingestopft und zwei zurückgeholt. Das machen in meinen Augen 10. Insgesamt dann. Und die 9. Ganz ruhig, Leo, ganz ruhig. Du hast nur noch 19 Minuten. Es ist heute irgendwie anstrengend. Ernsthaft. Hallo? Ne, heute ist es wirklich schwer. Ich bin heute irgendwie ein bisschen gestresst, muss ich zu. Halt. Du auch. So, ihr kommt mal alle mit. So, weg da. Ja, jetzt ist. Natürlich! Fick dich! Auf einmal kommt so ein Frosch. Was erst denke ich mir, ja gut, so einen Stein beiseite schieben, ne? Nimmst du mal eben so die blauen dafür, passt schon. Nimmst die braunen dafür, passt schon, ne? Was passiert? Der Stein ist im Wasser. Brauchst du also die blauen für. Obendrauf diese komischen Glimmerwürmer-Dinger da, ey. Wo es dann wieder heißt, ja, die ertränken dir mal wieder ein paar Schergen. Ist ja nicht so, dass du endlich wieder hättest, ne? Nein! Und dann das Beste, wo ich mir denke, ja komm, nimmst halt die Blauen dafür, was passiert? Kommt ein riesenfetter Frosch, der vorher nicht da war. Ich mache jetzt mal eben so ein paar kaputt, ne? No. Warum müssen es hier so viele Gegner auf einmal so? Was zum? Darf ich hier durchgehen? Was wir machen es auf die einfache Art und Weise. Kommt mal ran. Oder einfach drauf. Komm, ich hab noch einen Feuerball mit rein. Ich hab noch einen mit rein. Und noch einen. Hätte ich auch so lösen können. Und wieder zurückgehen für neue Schergen. Ist aber auch super, dass man so viele Vögel dahinsetzt. Mit dem wohlweislichen Ausdruck davor. Die musst du alle besiegen, bevor du dahin kommst. Okay, kein Ding. Ach, du darfst übrigens nur die Blauen dafür benutzen. Wait, what? Die sind nicht gerade die besten Kämpfer. Manchmal möchte ich das Spiel mich trollen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückrennen und hier ein paar neue Blaue zu holen. Was ist, wenn ich jetzt nicht mehr keine Blaue mehr hätte? Hat das Spiel auch daran mal gedacht? Ich meine, ist ja nett, dass ich hier, ich sag mal, ein bisschen mir vorgestellt wird, was die Einzelnen so können. Ne, finde ich nett und so, aber sorry, aber das ist jetzt ein bisschen, nee. Ich glaube, man hört es doch schon heraus, dass ich irgendwie keine Lust mehr wirklich habe. Also heute zumindest. Ich hoffe, es bessert sich noch. Weil ich habe eigentlich keine wirkliche Lust, das Projekt, was ihr euch so sehr gewünscht habt, oder was ist so sehr, sagen wir einfach mal, das Wunschprojekt von euch, dass ich das nur wegen meiner Laune wieder raushaue. Will ich eigentlich nicht.
Das Spiel ist schon nicht schlecht. Nein, dagegen sage ich ja nichts. Das Spiel ist ja ganz in Ordnung und so. Es hat nur seine Momente. Okay. So, kann jetzt endlich, vielleicht endlich mal wenigstens ein bisschen Ende sein damit, dass ich wenigstens sagen kann, okay, ich habe jetzt wenigstens endlich mal alle Schergen. Die ganz komischen Lichteffekte sind auch total seltsam. Die Grafik auch nicht wirklich der Hammer ist. So, ich will dich gar nicht. Ich lasse schön in Ruhe. Ne, mal ist die Höhle dunkel, mal ist sie total hell. Mal ist da Nebel, mal ist da gar nichts. So, alles mitnehmen. Ich gehe vor. Die sind schon mal weitergegangen. Seid ihr wirklich so? Ich sage jetzt nichts mehr. Es hat keinen Sinn mehr, was zu sagen. Es ist einfach nur noch peinlich. Hey, hier ist das Portal Dingsi-Bumsi, womit wir alles zurückporten können. Lass uns durchs Wasser gehen, was uns töten wird. Zurück zum Turm. Ich habe jetzt nicht gerade übel Laune, einfach aufzuhören. Cäsar. So. Was sagt das Wetter eigentlich? Sekunde. Leicht bewölkt, beziehungsweise schwer bewölkt, aber kein Regen dafür. Immerhin etwas. Ich möchte gerne meine Burg ein bisschen aufbessern. Ich muss ein bisschen. Ich muss gleich irgendwas spielen, was mich nicht ganz so scheiße werden lässt. So, Palisaden haben wir gesagt, nehmen wir gerne, ne? Denkt an die Inneneinrichtung. Haben wir schon alles erledigt. Palisadenkronen, machen wir auch mal. Sehr hübsch. Gute Wahl. Und eine Feuerschale, wozu auch immer die da Davon ist. kann man nie genug haben. So, ich denke mal, die Flaggen ist einfach nur welche, die wir momentan haben. Ansonsten war's das. Ja gut, haben wir also unsere Burg so weit ausgebaut, wie es nun mal geht. Ich nehme an, das ist rein äußerlich. Also ich weiß nicht, was es mir bringen wird im Spielverlauf. Ich glaube kaum, dass irgendwer uns irgendwann angreift und sich dann denkt, wegen den ganzen Palisaden Fürst müssen über die Feuchten! wir. Ja, Fürst über die Feuchten. Gebieter der Unsichtbaren! Na ja, gut, auf jeden Fall, haben wir erstmal Upgrades gemacht. So, was machen wir jetzt? Im Hügelland haben wir noch eins. Was müssen wir im Hügelland noch machen, frage ich mich. Im Hügelland. Ach so, die Unterwelt. Ja, stimmt. Ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, in der Unterwelt mussten wir auch noch was machen. So, die Frage, wo fangen wir jetzt am dümmsten an? Erstmal muss ich ein paar Schafe abschlachten. Und wenn die Kamera wieder aufhört, scheiß zu sein, geht das auch einfacher.
Wie habe ich diese Ansicht jetzt hinbekommen? Okay, sie normalisiert sich langsam. So, denn da unten haben wir etwas, das können wir jetzt in den blauen Schergen ranholen. Was wir mal von Folge 1 so mal entdeckt haben. Ja, so löscht euch mein Hirn auch wieder nicht. Können die sich amüsieren? Die blauen gehen mal runter. Die blauen gehen runter. Wie kommen sie runter? Wie kommen denn die blauen da runter? Da jedenfalls nicht. Da ist halt etwas, was ich gerne haben möchte. Von der anderen Seite kommt man runter. Wie geht's zur anderen Seite? Oder ist hier irgendwo ein kleiner Flug nach unten? Nö, hier auch nicht. Hier sind nur diese komischen Krüge. Und zwei Äxte. Oh, why not? Das möchte ich jetzt schon gerne haben. Wie komme ich denn auf die andere Seite irgendwie? Sieht man ja, von der anderen Seite komme ich da hin. Aber wo ist... Wo geht's denn da zur anderen Seite? Ich habe es bisher nur von hier aus gesehen. Da geht's zu dem abgeschlachteten Haus. Das haben die auch nicht wieder aufgebaut. Naja, wer denn auch? Gibt da keiner Geld dafür. Da ist ein Fässer. Hier sind die Dinger. Aber da komme ich auch nicht runter, ne? Nee. Hier sind die Pilze. Da ist die Zugbrücke zum Schafsfeld. Hier ist das Tor zur Unterwelt. Da müssen wir auch nochmal hin. Da ist, wie hieß das nochmal? Ach, vergessen, wie sein Name hieß. Schönling oder irgend sowas? Weiß ich nicht. Something like that. So, es upgradet mich schon. Ach, die Felder wachsen wieder. Ich habe die mir abgefackert, kann ich mich noch dran erinnern. Die wachsen wieder. Oh, gut, immerhin. Ach so, ja, das sind ja meine. Untertanen quasi. Wie komme ich denn jetzt da hinten ran? Irgendwie geht das. Was, wo geht's denn hier lang? War ich hier schon mal gewesen? Da ist ein Mana-Dings. Wann wird es hier dunkler, als ob gerade Nacht wird? Hier wird's wieder hell. Dunkel. Oh, wieder hell. Okay. Ich sag mal nichts dazu. Ach, hier sind wir auf der anderen Seite. Sehr gut. Hier sind wir auf der anderen Seite. Dann ab ins Wasser mit euch und holt mir das Ding mit. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Bin mal gespannt, was das ist. Dürften mehr Schergen sein, glaube ich, oder? Ach, bestimmt ist es wieder irgendetwas, was ich, wo ich keine Ahnung von habe. Ist das nicht immer so? Fast immer so. Dann ist die Frage, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir jetzt die ganzen blauen haben? Wir können theoretisch ja eigentlich alles machen, was wir davor nicht machen konnten. Spontan würde ich sagen, wir machen jetzt mal ein Dunkelwald zu Ende, aber ich glaube, das ist nicht mehr allzu lange. Hm? Ach so. Ah. Ja, passt perfekt. Natürlich. Ach so, dann sind wir jetzt hier, okay. Nicht spontan sein, würde ich sagen, wir machen den Dunkelwald zuerst durch. So, was ist das? Eure maximale Hordengröße hat sich erhöht. Das ist gut. So, erstmal gucken, was müssen wir eigentlich alles machen. Erstmal alle Aufträge, mal zu gucken, was es ist. So, gelangt durch die Kanalisation nach Himmelsspitze. Das möchte ich dann am liebsten zum Schluss machen, weil, ja. Ich denke mal, da sind wir mit am weitesten dann von der Story auch her. Für den Ausgang zur Himmelsspitze, das ist auch etwas da hinten, finden den Eingang zu, in das Zwergenland. War, glaube ich, auch da drüben. So, und zerstört die, von Oberons Wurzelknoten. Ich glaube, das werden wir als nächstes machen. Oberon vernichten, machen wir im Anschluss. Findet eine Möglichkeit, die Kontrolle über die Unterwelt des Hügellandes zu übernehmen. Das machen wir auch noch und dringt tiefer in die Unterwelt des Hügellandes ein. Das sind so die nächsten, die wir so machen werden. Ich weiß noch die Frage, was wir zuerst machen werden. Machen wir erst die Unterwelt des Hügellandes oder machen wir erst nochmal den komischen Wald da? Ist an sich fast schon egal, was wir zuerst machen.
Aber da ich das Spiel, glaube ich, schon ein bisschen kenne und ich weiß, dass die Saves bzw. die Zwischenspeicherung auch nicht gerade sehr freundlich gelegt sind, hören wir hier jetzt hier schon auf. Denn wenn ich jetzt ein bisschen in den Wald vorstoße und dann mittendrin aufhöre, kann ich wieder alles nochmal neu machen. Ist auch doof. Dann würde ich sagen, wir machen erst den Wald durch, dann die Unterwelt des Hügellandes und ja, wenn wir das in den nächsten Part schaffen sollten und in den nächsten beiden Parts schaffen sollten, denke ich mal, sind wir auch ziemlich gut weit gekommen, dass wir in Ruhe die Himmelsspitze durchhauen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ich habe wieder ein bisschen mehr Lust. Das Spiel verarscht mich nicht allzu sehr und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.